Sie kamen dann zur NVA Ja. und dort haben Sie auch währenddessen die Kuba-Krise miterlebt. Ja. Ja, das war also eine sehr anstrengende Zeit. Wie gesagt, wir sind ja hier gemustert worden. Die Wehrpflicht ist ja hier in der DDR dann eingeführt worden. 1961, nach dem Mauerbau, kam ja dann gleich die Wehrpflicht. Und im Betrieb, wer sich nicht freiwillig gleich gemeldet hatte, ich dachte, ich hatte auch wegen der Gesundheit etwas, und da wurden wir beschimpft und so weiter. Ne? Wir mussten ja dann alle, dann kam ja die Wehrpflicht und mussten gehen. Dann kam die Kuba-Krise, wo es auf Messerschneide stand. Und ich musste nach Berlin als Soldat. Und Tag und Nacht, es war so anstrengend und anspannend, psychisch auch und so. Und ich bin dann, wie gesagt, wie immer psychisch zusammengebrochen, und ich bin im Lazarett in Bad Zachow gewesen, am Scharmützelsee, das ist bei Fürstenwalde. Wie war das anstrengend? Ja, der Dienst, wir mussten Kartoffeln schälen in der Nacht oder raus und immer in Bereitschaft sein und so weiter. Das ist eine sehr anstrengende, also das geht auch auf die Psyche, ne, immer raus. Kartoffeln schälen, wofür? Für die Küche, das mussten wir in der Nacht machen. In der Kuba-Krise wurde man rausgeholt und immer in Alarmbereitschaft. Ich konnte nicht schlafen und ich war so mit den Nerven runter, also ich konnte es nicht durchhalten. Erinnern Sie sich noch an den Tag, als die Kuba-Krise dann überstanden war? Ja, ich habe dann, wo da war ich froh eigentlich, dass das so gut abgegangen ist noch, dass da noch eingelenkt worden ist. Also das hätte ja wirklich nun schon wieder, wenn man schon als Kind im Krieg und vielleicht nun schon wieder, ne, das war ja auf Messerschneide, ne, da hat sich das doch noch ein bisschen abgewendet, und da war ich auch wirklich froh, dass ich auf diese Art und Weise, dass sich geregelt hat noch. Ne.